Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eventide 3 Erbe der Legenden. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ja, im letzten Part gab es ja ein stürmisches Ereignis. Das Wetter hat verrückt gespielt. Und ich war mit meinem Bruder John unterwegs und dann sind wir zu seinem Haus gerannt, wegen dem Sturm. Und dann wurde er von den magischen Kreaturen entführt. Und bei diesen handelt es sich wohl um die Smays. Ich glaube, so hießen die. Steht jetzt hier gar nicht, ne? Egal. Und wir wollen diese Kreatur hier aufwecken, denn sie weiß etwas über diese Entführung. Sie weiß etwas über diese Kreaturen. Nein, hier bin ich falsch. Ich muss ins Haus. Wir haben auch schon zwei Karten sammeln können und Ornamente haben wir auch schon gefunden. So, das haben wir schon mal. Ammoniak und Menthol. Okay. Da fehlen uns noch. Ammoniak und... Was war das? Kräuter? Moment. Ich muss da noch mal eben hin. Menthol meine ich. Kräuter haben wir ja schon. Menthol. Okay. Wo kriege ich die her? Ah, okay. Guck mal, hier ist ein Schlüssel. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir hin müssen. Warte mal. Was haben wir da? Schlüsselanhänger. Draht, okay. Der Schlüssel ist der hierfür. Hier hatten wir doch... Ach, der passt da gar nicht rein. Vielleicht mit Draht. Dietrich habe ich nicht. Schade, ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, ich kann da jetzt rein. Schlüsselanhänger. Hatten wir hier irgendwas? Ah, hier. Da ist ja auch so ein Plus drauf. Das sehe ich jetzt gerade erst. Das ist für diesen Erste-Hilfe-Kasten. Ah, okay. Ist das Menthol oder Ammoniak? Menthol. Okay. Gut. Super. Können wir hier vielleicht irgendwas machen jetzt? Reicht das vielleicht aus? Sehr schön. Und da ist noch eine Karte. Da ist noch eine Karte. Die gucken wir uns gleich an. Fels. Gott der Erde, der Gewässer und der Unterwelt. Er kann Smays kontrollieren und hasst Perun. Perun haben wir ja auch schon. Das ist also sein Feind anscheinend. Und der kontrolliert diese Smays. Da, von denen wurde ja auch John entführt. Genau die meinte ich. Okay. Dann gehen wir ins Haus zurück. Dann habe ich jetzt Menthol und Ammoniak. Jetzt habe ich doch alles, oder? Gut. Moment, Moment, Moment. Erstmal die Kräuter. Dann der Ammoniak. Pfui, was für ein Geruch. Menthol riecht frisch und angenehm. Jetzt brauche ich noch einen Löffel. Und dann haben wir das Riechsalz auch gleich schon fertig. Ich brauche noch einen Trichter. Sehr schön. Perfekt. Ja, schnell raus hier. Bricht alles zusammen. Can recognize you now. You're John's sister, the one who turned towards magic. That's why you can see me. That's true, and you must be a magical creature. I'm Aitvar, the guardian of this house. Do you know who those monsters are? Where did they take John? They are called Smays, and they are pure evil. They live in Varai, the land in the clouds. I need to get there. Can you help me?
Maybe. John never accepted his heritage. But I know this box hides the story of your family. I hope you can decipher it and find a way to follow John. Du hast Aitwa gefunden und geheilt. Es ist eines unserer Familienerbstücke. John hat sich nie um sie gekümmert. Ja, wir können dieses Geschöpf sehen, weil wir uns der Magie zugewandt haben und an Magie glauben. Und deswegen können wir... Ah, okay. Interessant, ich kann ihn hier so drehen. Okay, hier haben wir einen Schlüssel. Sonnensymbol. Und darum können wir ihn sehen. Ah. Like some kind of wizard. Da passt der Schlüssel rein. Und das Stück gehört hierhin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier zusammenpasst. Da hat sich jetzt was getan. Witchcrafters, magical powers in our good old scientific John? Oktober 1913. Für jeden Mann aus unserer Familie. Ich hoffe, eines Tages werden unsere Zauberkräfte wieder gebraucht werden. Diese Magie liegt in euch und vielleicht müsst ihr sie eines Tages benutzen. Dieses Buch, das seit Generationen im Besitz unserer Familie ist, ist der Beweis. Ja, anscheinend hat auch John magische Fähigkeiten. Gehe ich mal von aus. Aber da er nicht an Magie glaubt, ja. Ah, hier, guck mal, die Wolke. Ich finde ihn voll niedlich. Sehr hübsch. Niedlich, wie er da jetzt sitzt. Hier, das war doch das Buch. Finde die drei Symbolteile, die auf der Schriftrolle in der linken oberen Ecke dargestellt sind. Eins, zwei, drei. Dirai was a legendary land in the clouds, floating islands and towns in the sky. Genau, das ist wieder dieser Ort Virai. Das sind aber auch Wörter. Das sind aber auch Namen hier. Das sind diese schwebenden Inseln, die wir im Vorspann schon gesehen haben. Clouders lived in Virai and influenced the weather with their magic. Ah, okay. Also es gibt so solche Wolkenmenschen, die leben in Virai und beeinflussen mit ihrer Magie das Wetter. Und deswegen gab es wahrscheinlich vorhin auch diesen Sturm. Birds and flying creatures could get there easily. Okay. Das ist das nicht? Ach, da. Even Zmeys, flying serpents were welcomed there. Sogar die Zmeys wurden da freundlich begrüßt. A rainbow was a bridge to Virai. Create one and you can get there. Und ein Regenbogen ist der Schlüssel. Der führt nach Virai. Okay. So if I make a rainbow, I can get to Virai? It seems John was taken there. Wenn dieses Buch recht hat, muss ich einen Weg finden, um Wassertropfen zu versprühen. Dann kann ich einen Regenbogen machen, wann immer ich will. Okay. Wir können also selber einen Regenbogen herbeirufen. 81, 895, okay. Okay. Hier haben wir eine Karte. Sehr schön. Das ist immer, was ich ganz gerne habe. Eine Karte, das erleichtert immer ganz viel. Und hier ist auch nochmal alles erklärt. Nicht besucht ist ein Fragezeichen.
Wenn hier so ein rotes Ausrufezeichen ist, wie jetzt beim Haus, dann ist noch eine Aktion verfügbar. Da, wo das Männchen steht, ja, da sind wir gerade. Und wenn dann X ist, dann ist der Weg noch blockiert und bei den Fußspuren gibt es einen neuen Weg. Wir können das Ganze sogar umdrehen. Sehr schön. Alles klar. Hier haben wir noch was. Da haben wir den Pfeil. Ja, der Pfeil. Wow. Lucky thing I got out when I did. Ja, da hast du wirklich Glück gehabt. Der Pfeil ist hierfür. Und wir machen wieder ein Wimmelbild. Und da ist ein niedlicher kleiner Igel. Wie niedlich ist das denn? Ah, hier. Das können wir anmalen. Dann haben wir auch schon den roten Zwergenhut. Gut. Der Igel ist voll niedlich. Der lächelt mich hier voll an. Ein Tonbecher. Okay, da haben wir den ersten Tonbecher. Sehen die alle gleich aus oder sind das verschiedene? Da ist auch noch einer. Zwei haben wir schon mal. Ich brauche eine volle Tüte Tulpen. Diese ist leer. Gut, da haben wir die Tulpentüte. Dann brauchen wir noch die Gießkanne. Die ist hier ganz groß. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Sprinkler, Spaten, Sonne. Einen leeren Korb haben wir jetzt auch. Da ist die Sonne. Oh, hier ist auch ein schöner großer Kürbis. Gartenschere, Gartenschere. Da. Ich muss erstmal gucken, was es hier alles so gibt. In dem schönen Wimmelbild hier. Ah, hier ist auch wieder Lilakus. Das finde ich voll cool. Der ist auch aus dem ersten Teil. Das finde ich cool. Das ist das Spielzeug. Okay. Dann gibt es noch eine Schutzbrille. Die ist auch noch irgendwo. Ach, der Igel hat jetzt den Apfel gegessen und jetzt hat man auch die Schutzbrille gesehen. Das ist ja cool. Ein sehr schönes Wimmelbild. Das gefällt mir mal wieder richtig gut. Ein Spaten. Der ist das nicht der da oben, ne? Sah aus wie so eine Schaufel. Was brauchen wir eigentlich noch? Spaten und Sprinkler. Wo ist es denn? Ich bin gerade ein bisschen blind dafür. Ich bin gerade ein bisschen blind dafür. Ihr habt es wahrscheinlich schon. Und ihr freut euch gerade einen Ast ab, dass ich es nicht finde. ich sehe es gerade echt nicht. Da habe ich schon drauf geklickt, ne? Ich sehe den Spaten nicht. Ach hier, das ist der Spaten. Der war da ganz klein. Ich dachte jetzt einfach an so eine Schaufel, die man... Weiß ich auch nicht. Sprinkler. Ich gebe mal einen Tipp. Ach, das da. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Ah, alles klar. Ah, ah. Das kann ich bestimmt daran machen. Nein, daran. Und jetzt kann ich es anmachen. I'll be happy to carry you on my back. Let's go to Varai. Klicke auf Aiva, um zu beginnen. Bewege den Mauszeiger nach rechts und links, um auf dem Weg zu bleiben. Okay. Das sieht echt wunderschön aus. Wir fliegen jetzt über dem Regenbogen durchs Tor hindurch. Echt toll. Das sieht echt toll aus. Es muss echt ein tolles Gefühl sein, so zu fliegen. Oh oh. Ich
muss mich konzentrieren. Hier ist ganz schön windig. Na, machen wir noch mal. We're here. It's Varai. I'll try to find John. I can see a lot more from above, and you should find the king of the clouders. He can help us. The land in the clouds. How can I find the king? Ja, wir sind über den Regenbogen geflogen nach Varai und hier sind wir jetzt. Im Wolkenland, so nenne ich das jetzt mal, bei den Wolkenmenschen. Und da sieht man auch wieder diese schwebenden Inseln. Aber bevor wir uns die Insel genauer anschauen, beende ich den Part. Aber ich schnappe mir nochmal eben das Ornament hier. Und jetzt beende ich den Part. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben einiges erfahren, wir sind gut durchgekommen. Beim Wimmelbild war ich ein bisschen blind, aber so ist das manchmal. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über dich freuen. Bis dann, deine Inori Abby.